Heute möchte ich euch das Modell Andromeda von Artisan Cutlery vorstellen. Beim Andromeda haben wir ein Design von Ray Laconico. Das stellt in meinen Augen gleich den ersten Pluspunkt dar. Dazu kommen wir aber noch. Also halt Design von Laconico und namentlich mit Andromeda sowohl in der griechischen Mythologie als Gattin Perseus und Tochter der Cassiopeia beheimatet, wie aber auch als Sternenbild, ein klangvoller, ein sehr schöner Name, wie ich finde. Das passt also schon mal, also im Gegensatz zu Modellen, die einfach nur mit einer Zahlenreihe daherkommen. Aber es war nicht der Name, der mich bei diesem Modell besonders gereizt hatte, sondern in erster Linie exakt dieselbige, also die Formsprache dieses Messers. Wenn man sich das Andromeda mal in Ruhe anschaut, dann mag einem einiges in den Sinn kommen, aber ich vermute, die wenigsten würden sagen, dass das ein wirklich schönes Messer ist. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich denke mir, dass viele sagen würden, nee, lass mal stecken, das macht mich nicht an. Falls dem so ist, dann kann ich das auch gut nachvollziehen. Das ist nicht sofort dieses Messer, wo man denkt, boah, rein optisch ist das ja enorm reizvoll und das liegt wahrscheinlich wirklich auch am Griff dieser Erscheinung. Ja, Klinge, Übergang zum Griff, ungewöhnlich einfach im Verlauf, wie so ein Kauknochen, komisch irgendwie und ich kann gut verstehen, wenn man halt sagt, dass dieses Messer nicht wirklich ansehnlich ist. Aber in der Hand funktioniert das Teil dann doch erstaunlich gut. Der universelle Verlauf des Griffes sorgt dafür, dass die Hand problemlos sich um die Griffkontur legt. Und ich kann mir vorstellen, dass manche einer sagt, nee, das ist mir einfach zu dünn. Auch das halte ich durchaus für wahrscheinlich. Wer also jetzt wirklich ein solides Griffgefühl, also satte Griffe mag, der ist hier wohl ziemlich sicher an der falschen Adresse. Ich selber fühle mich von solchen Messern durchaus angezogen. Da gab es jetzt halt neulich einen Sale. Da habe ich dann zugeschlagen bei Knivestock dieses Modell. Das hat dann so knapp 50 Euro, meine ich, hatte das gekostet. Und da bekommst du halt pulvermetallurgischen Stahl. Der von Artisan selbst geschaffene AR-RPM-9 Stahl. Und den Kauf habe ich auch nicht bereut. Unter anderem auch, weil das Andromeda nicht nur in der Action wunderbar flüssig und geschmeidig daherkommt und viel Spaß macht. Nein, auch die Schneidperformance. Dazu schiebe ich euch mal ein paar Praxisaufnahmen rein. Mucke ab. We'll be right back.
Jo, in der Benutzung, in der Hand, ja, macht das Teil also durchaus Spaß, schneidet brauchbar. Ebenso erwähnte ich ja schon eine dienliche Ergonomie und bereitet halt über den Buttonlock eine nicht nachlassende Freude in der Klingenbewegung, sowohl beim Öffnen wie beim Schließen. Das ist durchaus ein Vergnügen. Der Rebound hier, der ist nicht ohne. Also da muss man schon das Messer ein bisschen länger haben. Also mit Rebound meine ich, wie die Klinge wieder rausspringen kann, weil dann der Detent nicht fest genug greift. Das ist bei der Öffnung, wie ich finde, geradezu ideal. Wenig Spannung, aber es läuft alles so leicht, dass sie sofort rausgekickt wird. Aber wenn der Schwung zu groß ist beim Zurückschleudern, beim Einklappen, da kann es sein, dass sie mal klein bisschen ja, wieder zurückspringt. Gerade wenn man rumspielt, so zack, dann kann das mal passieren. Da muss man dann halt sein Geschick ein bisschen erhöhen. Dann macht der unscheinbare schwarze Clip einen guten Job. Messer lässt sich leicht einstecken, leicht ziehen, hält sicher, auch das gefällt mir. Und halt die Verarbeitungsqualität, auch das erwähnte ich ja schon. Ja, Artisan hat einen guten Job gemacht. Wir haben hier noch unterlegte Stahlplatinen, die sind ganz sauber in die Griffschalen eingepasst, versenkt. Wir haben eine Klinge knapp über 8,5 cm lang. Dann haben wir nur 2,7 mm Klingenstärke und an Material hinter der Phase satiniert, Flachschliff. Habe ich hier 0,50 mm gemessen. Das ist also keine Schneiteufel vor dem Herrn, aber schneidet halt wirklich brauchbar. Stahl ist, wie schon erwähnt, der AR-RPM 9. Jo, giftige, ich nenne es jetzt mal Drop-Point-Klinge. Gesamtlänge um die 20 cm, geschlossen etwas mehr als 11 cm. Schwarzes G10, gibt aber mehrere Variationen von diesem Modell, läuft auf einem Keramik-Kugellager und dann halt Arretierung, Verschluss der Buttonlock. Jo, all die Dinge bilden in Summe dann dieses Messer und das ja, gefällt mir wirklich sehr gut. Da können wir auch gleich noch ein paar Größenvergleiche machen. Und da möchte ich auch mit dem Messer beginnen, das mich dann halt an das Andromeda erinnerte, beziehungsweise umgekehrt, muss ich historisch früher ansetzen. Dieser Look des Andromeda, irgendwas hatte mich da angesprochen. Also es erinnert mich auch an alte Modelle, zum Beispiel von Elmar, wie das Nomad oder das Shrike, das sind beides Designs von Kirk Rexroth und so kommt diese Anmutung daher. Also falls einer die Modelle noch kennt, vielleicht kann man das dann nachvollziehen, was ich meine. Das ist halt so ein leicht taktisch giftiger Look. Ja, diese Messer haben immer eine ganz eigene Eleganz, die ihnen innewohnt. Also ich finde, dass dem so ist. Mich spricht das halt an. Und da kommen wir dann zum Sea-Eagle von Real Steel. Beide bauen dann doch relativ dünn auf. Ganz klar, das Sea-Eagle, das ist deutlich größer. Vielleicht jetzt über die Kamera gar nicht so ermessbar, aber in der Hand, wenn man es genau vor sich hat, dann merkt man schon, das sind andere Dimensionen, größer, stabiler, also die ganze Bauform. Dann hat es einen Flipper, kein Buttonlock, sondern ein Liner-Lock. Da gibt es also Punkte im Design, die klar anders sind, aber es gibt halt auch erkennbare Schnittpunkte. Die Klingenform an sich, da gibt es halt Ähnlichkeiten. Und ähnlich sehe ich das dann auch beim nächsten Modell, nämlich beim Swordfish von Bestech Knives. Das ist natürlich bulliger im Griff, gar keine Frage. Und auch hier wieder Flipper und Liner Lock. Aber so Griffverlauf, Abschluss des Griffes, dann auch die Klinge wieder. Da finde ich, sind doch einige Parallelen vorhanden und deshalb ja, wundert es mich persönlich am Ende gar nicht, dass ich beim Andromeda zugeschlagen habe. Das ist doch durchaus ein Messer, das mich anspricht. Und wie gesagt, so von der Gesamtlänge hier im direkten Vergleich auch mal das Sidus von Real Steel. Sehr, sehr ähnlich. Und das ist halt auch ein Messer, das ich wirklich gerne nutze und dabei habe. Würde ich es empfehlen? Jupp, würde ich durchaus. Es ist ein gutes Messer. Also wenn man das Design mag, dann kann man das Teil durchaus mal genauer ins Blickfeld holen und begutachten. Und wenn es einem dann gefällt, gerade für den Preis von um die 50 Euro,
macht man da wenig verkehrt. Ich würde es dauerhaft für härtere Arbeiten nicht herannehmen. Da greife ich dann doch zu anderen Klappmessern. Also wenn dem so sein soll, da würde ich eher zum Mannix 2 greifen. Da ist das Andromeda dann vielleicht nicht die ideale Wahl. Und wenn ich noch weiter was zu kritisieren suche, dann würde ich sagen, dass das Jimping ist sehr ineffektiv. Das ist also nicht sonderlich gelungen. Ansonsten aber, auch das erwähnte ich schon, passt hier wirklich viel. Also das Andromeda kommt durchaus taktisch giftig daher, aber es sollte als reines Schneidwerkzeug benutzt werden. Dann hat man da seine Freude dran. Wenn das Andromeda in dieser schlichten G10-Erscheinung zu schmucklos und langweilig daherkommt, dann findet man halt, wie gesagt, Versionen mit zum Beispiel Titan, mit Carbongriff, mit Mikata und auch noch mit anderen Stählen, halt S35VN, M390, ich glaube S90V ist auch noch vorhanden, da bin ich mir nicht ganz sicher, müsst ihr halt mal auschecken. Der jetzt hier vorhandene Stahl, der ARR-PM9, der hat seinen Job soweit ganz gut gemacht, hat mich nicht vom Hocker gehauen, schlecht fand ich ihn aber auch nicht. Er lässt sich wirklich leicht zum Leben wieder erwecken, Stärke dieses Stahls, also das empfinde ich auch tatsächlich so, ein paar Mal übers Jeansbrett gezogen, dann ist er wieder scharf und seit ich die Phase erneuert habe, ist das auch alles ganz okay von der Standzeit, Schickes Messer, hat mir sehr gut gefallen und im Großen und Ganzen war es das auch von mir und vom Andromeda. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wer Bock hat, hinterlässt einen Kommi, ein Feedback, wie ihm das Teil gefällt oder ob er andere Messer zum Beispiel von Artisan selbst in der Sammlung hat und nutzt. Und ich verbleibe wie immer mit All Knives are great, bleibt gesund, Peace, ich bin raus.